Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute eine bunte Mischung. Sie liegen nach einem netten Beisammensein, eng umschlungen zusammen auf der Couch und unterhalten sich. Partnertausch ist wirklich eine interessante Sache. Ja, stimmt, aber ich würde schon gerne wissen, was unsere Frauen jetzt machen. Kommt ein Mann in eine Bar, lehnt sich an die Theke, schaut den Barkeeper herausfordernd an und sagt, ich wette mit Ihnen, dass ich Ihnen und den Gästen das Verrückteste zeigen kann, was Sie je gesehen haben. Meint der Barmann, okay, 100 Euro. Darauf der Mann, top, greift in seine Tasche und holt ein 30 cm großes Männchen aus seiner Tasche heraus. Das geht über die Theke und läuft hin und her und sagt, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Johannes Mario Simmel. Sie kennen mich sicher, ich bin einer der größten Literaten im deutschsprachigen Raum. Die Gäste sind völlig perplex. Der Barkeeper sagt, okay, hier sind die 100 Euro. Aber jetzt verraten Sie mir mal, wo haben Sie das denn her? Sagt der Mann, da hinten steht eine Straßenlaterne. Wenn man an der reibt, kommt eine Fee, die erfüllt einem genau einen Wunsch. Der Barkeeper stürzt hinaus, nach einer Weile kommt er zurück und hat ein paar Melonen und kleine Schweine unterm Arm. Und sagt, kann es sein, dass die Fee einen kleinen Hörfehler hat? Ich habe mir 10 Millionen in kleinen Scheinen gewünscht und das hier habe ich bekommen. Meint der Mann ruhig, ja, glauben Sie wirklich, dass ich die Fee um einen 30 cm großen Simmel gebeten habe? Was machen 10 Penisse in einem Bus? Eine Spritztour. Treffen sich zwei Spanner, sagt der eine, und was machst du heute Abend so? Mal schauen. Kontaktanzeige in einem Partnerschaftsmagazin. Mädchen mit Pferdeschwanz sucht Jungen mit gleichen Eigenschaften. In einem Frauenkörper wohnen drei Bazillen. Eine wohnt im Ohr, die andere wohnt im Bauchnabel und die dritte in der Vagina. Nach einiger Zeit treffen sich alle. Die, die im Ohr wohnt, verkündet stolz, jeden Tag kommt bei mir ein Wattestäbchen und putzt mir meine Wohnung. Darauf die Bazille vom Bauchnabel, und bei mir kommt jeden Tag ein Schwamm und putzt mir ebenfalls die Wohnung, sagt die dritte. Mensch, ihr habt's gut, zu mir kommt jeden Tag so ein Glatzkopf und sabbert mir die Bude voll. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.